Hey Leute, willkommen zurück zu Demon's Souls. Gut, ich war eben noch mal kurz in der Steinfangmine und habe mir dort noch ein paar Waffen abgegradet. Ich werde euch natürlich sagen, welche das sind, denn ich muss sie jetzt eh wieder in die Kiste packen. Ich habe mal alles mitgenommen, was sich noch abzugraden lohnt, beziehungsweise was ich noch brauche für das Achievement. So, die Seelen packe ich mal wieder weg. Ne, die brauche ich ja nicht mehr. So, der Fatal Dagger. Dafür brauche ich nur einiges. Das Moon Short Sword, dafür fehlt mir noch eine Stufe. Das Dragon ist klar. Das Dragon Great Sword, das kann ich jetzt auch noch nicht weitermachen. Crescent Falchion, dafür fehlt mir noch, glaube ich, ein Pure Stone. Das Sharp Uchigatana und Tearing oder Tearing, dafür fehlen mir auch noch ein paar Sachen. Auf jeden Fall werde ich zwei Uchigatanas upgraden. Oh Gott, Mann, Leute, Bladestones, ich sag's euch. Schrecklich. Ja, Mercury Rapier, das Ding heißt wirklich Rapier und nicht Raper. Ja, ich weiß. Raper ist nicht schön, deswegen Rapier. Ist ja auch ein I drin. So, die Crushing Battle Axe kann ich auch nicht. Blessed Mace kann ich nicht. Den Mitglieder tun wir mal weg. Vicious Compound Longbow kann ich auch noch nicht. Ja, das werde ich alles noch machen. Dark Buckler oder Buckler. Und das Purple Flame Shield. So, den Rest lasse ich mal drinnen. Was steht an für diese Folge? Ich weiß es noch gar nicht, Leute. Ich könnte, das werde ich auch nochmal tun, ich muss nämlich nochmal in den Tower von Latria und Freyk befreien. Ja, ganz vergessen, Leute. Ganz vergessen, wie konnte mir das nur passieren? Außerdem muss ich da noch... Ach nee, warte mal. Wo habe ich es denn stehen? Hier, Moonlight Stone. Dafür brauche ich... Ach Mist, ich brauche 3 Stück von der Once Royal Mistress. Die verkauft die Teile nämlich für 3000 Seelen pro... das ist schlecht, da muss ich hier noch ein paar Gegner erschlagen, sonst kriege ich das nicht zusammen. Auf jeden Fall, ja, Freyk befreien, sie anquatschen und was einkaufen bei ihr und dann habe ich soweit alles. Dann können wir ja fast schon anfangen mit den interessanten Dingen, nämlich Endbosse töten. Ja, und den muss ich auch noch anquatschen, den guten Riddell. Oder Riddell. Wie auch immer. Stirb, stirb, stirb. Gib mir schön viel Seelen. Habe ich die Ringe an? Warte mal, ich ziehe mal kurz den Ring of Avarice an. Oder Avarice. Da kriege ich nämlich mehr Seelen von den Schweinen. Das ist wunderbar. Ja, 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 ja. Ein andermal, Kumpel. Ich muss doch erstmal hier einkaufen gehen. Also wenn ich jetzt nicht die Seelen zusammenkriege für 3 Mondsteine, dann wäre das echt peinlich, ne? Das wäre echt peinlich. So. Auf die schnelle Tour. Ich hätte mir auch ein paar Seelen einpacken können. Aber jetzt habe ich es vergessen. Was soll's. Hier gibt eh nicht viel, also lass mich mal durch. Boah, ich kann nicht erst killen, die blöden Gefangenen. Die machen keinen Sinn. So, kann das mal aufhören? Antimagie? Bitte, kurz aufhören. Ja, da draußen wütet nämlich wieder so ein Schwein. So, komm mal her, du Sackgesicht. Ja, kannst du nicht, ne? Würde mir stinken. Ja, 2,8, das ist auch nicht viel mehr. So. Immerhin 2 kann ich mir schon mal kaufen. Warte mal, ist da nicht noch einer gewesen? Da vorne ist einer, oder? Ja, da ist doch noch einer. Aber er ist auf der falschen Seite. Verdammt. Warte mal. Wenn er mich jetzt nicht tötet sogar, das wäre extrem ärgerlich. Oh, das schafft er gar nicht. Haha. Er kommt nämlich gar nicht zum Schießen, das Schwein. So, dankeschön. Hä? Ist er nicht... Ach doch. Wollte schon sagen, der ist nicht tot. Das wäre jetzt extrem ärgerlich. So, meine Gute, du verkaufst mir jetzt mal bitte 3 Splinter. Und dann hätte ich das nämlich schon. Dann kann ich nämlich meinen Moon Short Sword upgraden. Warte mal. Ich kaufe noch ein bisschen Speis. Lecker Speis. Ach ja, gute Frau, ich will sie nicht töten. Nein, 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 das werde ich auch nicht tun. So. Ich überlege gerade. Ich bin gerade ein bisschen verplant wieder. Ja, das ist der Tower von Latria. Der Tower of Latria. Der Turm von Latria. Leute, ich krieg's nie auf die Reihe. Ich habe früher, glaube ich, immer gesagt Tower of... Oder Turm of Latria. Keine Ahnung. Und deswegen... Ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich irgendwelche Begriffe fest im Hirn sitzen habe, dann kriege ich die ganz schlecht wieder raus. Und versucht nicht, mich zu ändern. Das haben schon einige Ex-Freundinnen nicht geschafft. Was? Freyk habe ich schon befreit? Ich bin so blöd. Naja,
Ist ja auch egal, Hauptsache ich habe meine Steine, dann kann ich nämlich wieder abhauen. Mit nämlich noch einem Stein. Ich muss echt überlegen, was machen wir jetzt, Leute? Was machen wir jetzt? Ich könnte den Boletarischen Palast mal weitermachen, um dort die Weltentendenz ein wenig in Richtung Weiß zu treiben. Ja, weil ich bin wirklich am Überlegen, ob ich mir das nicht aufheben soll, diese weiße Weltentendenz-Events für den dritten Run, weil sonst habe ich jetzt im dritten nichts mehr. Und im vierten wird es wahrscheinlich genau dasselbe. Da werde ich nur durchrennen und alles abarbeiten. Das ist ja recht öde, will ich mal meinen. Ich weiß, manche sind da anderer Meinung und sagen, ja, nee, aber du hast ja trotzdem... Ja, ich find's halt doof. Ich will immer so ein Thema haben. Erster Durchlauf war schwarze Welt, zweiter sollte jetzt eigentlich nur Farming sein, so ein bisschen. Und dritte ist dann halt wieder... Papalapap, ich weiß ja auch nicht. Warte mal. Ich weiß, was ich noch machen wollte. Habe ich mir extra hier vermerkt. Moment, wo haben wir es? Demons. Ja, ich wollte nämlich noch eine Seele eintauschen bei Saint Urbain. Hallo. Thanks to you. Ja, quatsch mich mal nicht voll. So, Learn Miracle. Und zwar wollte ich mit der Wriggling Demon's Soul, wollte ich Cure erlernen. Das ist nämlich das Letzte, was man hiervon lernt. Hä? Ah, ich hab sie gar nicht dabei. Ja, quatsch mich nicht voll. Bah, pfui. So, die habe ich nämlich noch im Inventar hier. Take, wo haben wir so Wriggling. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass man die dabei haben muss, aber zum Beispiel beim Schmied, bei Ed... brauche ich jetzt keine Materialien dabei zu haben. Es reicht, wenn ich sie in der Kiste habe. So, warte mal. Hard Demon's Soul nehmen wir uns auch gleich noch mit. Die werde ich dann nämlich dem guten Frake geben für das Fire Spray. Oder soll ich mir dafür Ignite holen bei Yuria? Ich habe mir dafür Ignite. Aber ich habe sie jetzt trotzdem, ist ja egal. So, Grey brauche ich für gar nichts mehr. Die kann ich gleich konsumieren. Das war ja nur für die Dozer Axe. Von daher... Oh, ist meiner Playstation. Die brummt auf einmal so. Ja, warte mal, muss die mal anders postieren. Wenn ich die nämlich auf meinem Schreibtisch manchmal stehen habe, dann brummt da irgendwas, weil das vibriert. Also, die bringt irgendwas in Schwingung, die Playstation, und das brummt dann. Keine Ahnung. Hab so viel Kram hier auf dem Schreibtisch. So, Learn Miracle, wir nehmen natürlich Cure. Wunderbar, dann kann ich nicht... Jetzt hat's aufgehört. Dann kann ich nämlich Wriggling komplett streichen. So, ist das nicht schön. Wriggling ist abgearbeitet. Wriggling Demon Soller wird keinerlei Verwendung mehr haben, außer dass ich sie konsumiere und damit eben meinen Seelenhaushalt ein bisschen aufstocke. Ach, habe ich ganz vergessen, dass ich Frag befreit habe. Das ist halt was man eigentlich immer macht. Ich hole mir erstmal Fire Spray. Ist ja egal, Leute. Dieses Ignite werde ich eh nicht nutzen, ebenso wenig wie das Fire Spray. Kann es euch ja mal zeigen. Nein, Remember vielleicht? So. Fire Spray. Be careful. Ja. Ich spray dir gleich mal was. So, damit kann man nämlich so kleine... Piu, piu! Deswegen Firespray. Weil man Feuer sprühen kann. Toll, ne? Ah, ich behalte's mal. Just for the lulz. For shits and giggles, wie man so schön sagt. Hab ich im Boletarin... Oh, ich hab noch nicht mal den Execute. Ich hab noch nicht mal den Drachen erledigt. Warte mal, ich habe noch nicht mal den Drachen gemacht. Das ist ja interessant. Das ist ja hochinteressant. Komm, du bist so ein alter Eierhals. Du willst wieder viel zu viel haben. Viel zu viel will er haben. Warte mal. Die Leit... Oder? Ich weiß gar nicht. Nehmen die mal alle mit. Balls brauche ich auch keine. Toteiver Magie, ne? Ich weiß gar nicht, was bringt gegen Drachen was, weil ich würde gerne den Drachen jetzt noch töten. Ich meine, muss ich nicht. Kann ich auch später machen, aber... Ja, komm. Plopp. Konsumieren. Dann werde ich nochmal ganz kurz bei dem lieben Grave Robber vorbeischauen. Ja, den kann ich auch mal wieder Hallo sagen. Ich muss später auch eine ganze Menge von diesen kleinen Mistviechern farmen, von den Stormbeasts, denn ich brauche, glaube ich, noch ein paar Cloudstones. Ja, dummerweise, also Pure Cloudstones habe ich ja genug, weil ich schon den Stormking zweimal getötet... Nee, Chunks brauche ich, Chunks, genau. Und die droppen eben die Viecher oder Kristallechsen. Und Kristallechsen habe ich leider schon alle ausgeschöpft soweit, glaube ich. Die am Grab, ihr wisst ja, dort, wo ich den Stormruler bekomme, dieses Schwert, da habe ich ja ein paar getötet, aber es reicht noch lange nicht. Es reicht noch lange nicht. So. Ich
hoffe mal, die schießen jetzt nicht hier rein. Das machen die manchmal. Das ist extrem mies, dass sie das können. Ja, ja, ja. Schießt mich nicht tot hier drin, bitte. Ein Wooden Arrow. Na, der hat halt weniger Schaden, ne? Genau, holen uns erstmal 192. Das müsste reichen. Ich guck gerade auf die Uhr. Leute, ich mach das dann im Schnelldurchlauf wahrscheinlich. Ach nee, komm, ich kann ja eigentlich auch hier hochlaufen, bevor ich mich jetzt umbringe. Die Ladezeit ist länger, glaube ich, als dass ich dahin laufe. Den töte ich diesmal im Schnelldurchlauf. Ich werde das aber... Ich werde das auch mit dem Rats Ring machen. Das heißt, ich werde mich ein bisschen anditschen lassen von den Gegnern. Und, werde mir dann so ein bisschen schneller den Schaden abholen bei ihm oder ihm beziehungsweise mehr Schaden verursachen dadurch. Dem lieben Drachen. So, warte mal, wie mache ich das? Ich möchte ungern auf den Diebesring verzichten eigentlich. Wo habe ich denn jetzt? Habe ich denn in die Kiste gepackt? Ach nee. Bruder ist wieder blind. Also, gehen wir mal hier. Phalanx. Ja, es war gerade Stream, der Burnout, der hat mich da abgeholt und der meinte, ja, mein Bruder, hier, mach mal Stream. So, ja, okay. Deswegen bin ich ein bisschen verplant. Ich muss auch noch was aufnehmen. Mhm. Ja, und es ist schon 23:30. Nur mal so am Rande, das ist normalerweise lang nach meiner Zeit, aber es war ja gerade erst Silvester. Da bin ich immerhin erst um 2 ins Bett. Todmüde, will ich sagen. Also ich bin's gar nicht mehr so gewohnt, so lange aufzubleiben. Das ist für mich... Das ist Überwindung. Das ist echt Überwindung. Ich war früher auch mal so ein richtiger Nachtmensch. Berufsbedingt, muss man sagen. Ansonsten bin ich eigentlich doch einer, der gerne lieber früh schlafen geht. Aber wie dem auch sei. Und da hatte ich dann auch richtig Probleme, meinen Rhythmus umzugewöhnen. Das hat echt, aua, lange gedauert. Stirb! Stirb! Ich stech die alle ab. Oh, ein Splinter of Hearthstone, sehr schön. Da muss ich mir die nicht kaufen, was ich auch nicht mehr kann. Weil ich ja den Filthy Man getötet habe, so clever wie ich war, ne? Ja, ja, hat er. So. Moin, Ostrava. Hast dich mal wieder in Schwierigkeiten gebracht, ne? Ja, ja, ja. Ich hol dich da schon raus. Irgendwann. So. Ja, ja, ja. Du willst mich wieder erwischen, ne? Warte mal, ich probiere mal das Fire Spray aus. Habe ich ja nicht umsonst, ne? Das ist ja ziemlich gut gegen diese Öl. Aua. Guck mal, das wirkt schon. Mein Ring geht schon los. Ach komm, dann lasse ich die mal. Ja, ja, ja. Ich hole mir später euren Kram, wenn überhaupt. Ich brauche das ja alles gar nicht. Oh. Die sind unter mir, die Soldaten gerade. Finde ich ja Shane. Wo ist der Drache? Da kommt er. Das macht mich ganz nervös, dass ich hier Schritte höre, Leute. Macht mich ganz nervös. Jetzt greift doch an, Mensch. Ach nee, der fliegt da nur rum. Ich laufe einfach durch, das müsste reichen, oder? Ja moin, müsste reichen. Nee, tut's nicht. Okay, ich dachte, das reicht, aber es tut's nicht. Kann ich das hier ausnutzen? Bekomme ich hier so viel Schaden, dass ich direkt den Red Ring habe oder sterbe ich dadurch? Das ist halt die Frage, ne? Das ist die Frage. Ich könnte auch mal den Penetrator versuchen, ohne die Hilfe von dem lieben... Bior of the Twin Fangs. Wie vergesse ich immer den Namen? Das ist eigentlich der coolste Kerl überhaupt. Bior of the Twin Fangs ist so wirklich mein Lieblingsheld, kann man sagen. Ist er ein Held? Man weiß es nicht. Seine Motive sind mir jetzt nicht bekannt, warum er das alles hier macht, aber das ist einfach eine coole Sau. Ich meine... Wer legt sich direkt mal nach einem Bosskampf einfach mal pennen und sagt so, ja, hier, oh, ich ruh mich mal ein Minütchen aus, mach mal. Du packst das schon, Kumpel. Das ist einfach ein cooler Typ. Und sich dir auch mitten ins Drachenfeuer stellen und einfach mal sagen, ja, hier, ich mach dich jetzt kalt und schieß einfach mit meiner blöden Armbrust auf dich. Ich meine, er stirbt ja, wenn man ihn nicht irgendwie ein bisschen assistiert. Ah. Okay, ich dachte, das reicht schon wieder nicht. Ich hab gehört, du wirst sterben. Warum? Macht der so viel Schaden, der Arsch? Ich meine, nee, da muss ich mich ja doch von den Viechern hier verletzen lassen. Von den lieben Schleimis. Och, Mann. Mann, ey. Oder ich könnte es auch anders machen. Ja, ich weiß, das ist jetzt wirklich Absicht. Ich habe mich treffen lassen, weil ich eben auf den Red Ring runter wollte. Nur er wollte das nicht.
Komm, schmeiß. Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Naja, dann mach ich's halt so. Dann mach ich's halt so. Dann mach ich's halt so. Ja, ich spul vor, keine Angst. Also ich werde doch nicht wieder sagen, ja Leute, jetzt hier Drachenkill anfangen und dann mache ich das nächste Video und sag dann sowas wie, ja Leute, hat zu lange gedauert. Nein, 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 ich werde das drinnen lassen, aber im Schnelldurchlauf. Ich würde ja gerne Musik einspielen, aber das darf ich nicht. Ist verboten, dann gibt's Ärger von YouTube bzw. der GEMA. Das kennt ihr ja. Alles schon bekannt. Der ganze Käse. Oh. Ja, die Total Protection, die hält echt nicht lange. Finde ich ein bisschen schade. Ist ein sehr starker, aber auch sehr wirkungskurzer, schwacher Zauber. Wie auch immer. Hallo. Ich möchte ungern durch dich sterben, du Schwein. Ja, ihr dürft mich gerne anschießen. Komm, schieß. Jetzt geht, bevor das aufhört zu wirken. Danke. Ich warte noch kurz. Ja, ich will es nicht riskieren, hier schon wieder drauf zu gehen. An den Pennern jetzt. Das muss auch nicht sein, ne? Das muss auch nicht sein. Ich meine, ich könnte es auch mit der Cursed Weapon ein bisschen reizen. Dass ich einfach hingehe und warte, bis die Waffe mir so weit Energie abgezogen hat, dass ich dadurch kurz vorm Tode bin. Aber das ist... Gut, da hätten wir das. Der Wooden Catalyst. Oh, 253. Aber wenn das mal reicht, ich hoffe es doch. Schauen wir erstmal, was ich mit Schaden mache. Ich habe es nicht gesehen. Aber ich lasse das jetzt mal so, oder? Muss ich das die ganze Zeit anvisieren? Oder treffe ich ihn auch so? Und da ist er down. Jawohl. Ganz schön zähes Mistvieh. Hat ein bisschen gedauert. Gut, ihr habt es jetzt nicht mitgekriegt, aber das waren jetzt schon so 8-9 Minuten. Ja. Ich habe zwischendurch auf die Light Arrows gewechselt. Ich habe das nicht ganz drin gelassen, Leute. Ich habe das geschnitten, weil... Boah, das war viel zu viel. Ach so, guck mal, übrigens da unten. Ah, das ist die Stadt aus dem Intro, soweit ich das beurteilen kann. Ja, ich weiß, hat auch schon Epic Name Bro gesagt. Und das Ding in der Mitte hier, diese Kapelle, oder was auch immer das sein soll, umgeben von diesem scheinbar Burggraben, oder ist das ein großer Platz? Es wird vermutet, dass sich dort drunter der Nexus befindet. Ja. Sehr interessant das Ganze, finde ich, ja. Und das ist doch schon mal so ein gewisser Schauwert, was man hier einfach hat. Wenn man hier einfach nur durchrennt, dann verpasst man einiges, glaube ich. Naja, sehr, 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 sehr schön. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Part. Nee, nee, nee. Ich weiß gar nicht, wie lange habe ich denn jetzt gemacht? Also mir auf dem Zähler sind es über 30 Minuten. Aber das soll ja erstmal irrelevant sein, weil ich werde da eine Menge lang... Menge lang, ja. Ich werde eine Menge rausschneiden und vorspulen dabei. Oh, hi. Lass dich verstecken, ne? Schweinebär. Kommt nicht in die Tüte. So, wo seid ihr denn, meine kleinen Freunde mit den Armbrüstchen? Ja, ja, ich sehe schon. Ja, ja. Ihr wollt alle gerne sterben. Für König und Vaterland, also Boletaria. Würde ich ja nicht unbedingt, weil so geil ist es ja auch nicht, seit König Aland da rumwurschtelt mit den Dämonen. Also ich weiß ja nicht, gib. Oh, schon wieder Gash Resistor. Was soll ich mit dem Käse? Komm gleich wieder weg. Schmeiß ich gleich wieder weg. So, bitteschön, dankeschön. Habe ich doch gerne gemacht, Ostrava. Ach, du hast auch noch was fallen lassen. Wahrscheinlich so ein billiges ja, Kraut wieder, bäh. Pfui. Auch wieder billig. Billig, billig, billig. Ich werde hier gleich wieder hochgehen, weil ich habe A, keinen Bock auf Hunde und B, ist der Dragling Merchant sowieso tot. Dieses komische Männchen da, was da rumsitzt und sagt so, hehehe, welcome, you are back.
Das habe ich ja umgebracht. Ja. Für mein Seelenheil. Oder beziehungsweise mein Unheil. Weil ich habe mir dadurch eine dunklere Charaktertendenz verschafft. Was natürlich nicht ganz unbeabsichtigt war, wie ihr wisst. Naja, also die... Ja, doch, machen wir das zweite. Ich habe mir es die ganze Zeit überlegt. Ich habe es auch schon angesprochen. Ich wollte ja jeden Part irgendwie zu so einem Thema machen. Das erste war natürlich Blackwald Tendency. Hier werde ich dann wahrscheinlich Black Character Tendency machen, oder? Das heißt, die Quest, die es da gibt. Ist da auch was Feines, oder nicht? Ja, doch, finde ich schon. Ist was Feines. Kann man mal machen. Au. Ja, ja. Guten Tag. Ich könnte ja auch mal ein bisschen mit dem Firespray arbeiten hier. Komm, mach ich jetzt auch mal. Piu! Piu, piu, piu! Ist voll gut. Guck mal hier. Piu, 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 piu. Das schießt halt, wenn man es gedrückt hält, in einer sehr hohen Abfolge eigentlich. Finde ich super. Warte mal, ich werde mir da mal den Ring of Magical Sharpness. Hier gibt es ja keine großartigen Monster. Also, keine Monster, die Magie nutzen. Piu, piu, piu. Das ist so super. Einfach mal so hier so eine kleine Salve abschießen. Ah, Spike Shield, bin ich gleich wieder weg. Schmeiß ich alles weg nach dem Part hier, denke ich. Ja, genau, machen wir noch den Tower Knight, dann ist gut, oder? Das reicht, ja. Pro Part ein Boss ist eigentlich ein ganz guter Schnitt. Bin ich mit zufrieden. Mach mal nicht so einen Aufstand hier, ihr blöden Leichen. Ihr gar nichts zu melden habt hier. Guck mal, das braucht überhaupt keinen Mana. Das ist so gut eigentlich. Ich habe ja erst gesagt, ich werde es nicht nutzen, aber... Ach naja, geschenkter Gaul und so. Ich finde es nur ein bisschen zu schwach für eine Dämonenseele. Dass ich hierfür extra eine geopfert habe. Ja gut, also Ignite von Yuria wäre jetzt auch nicht besser gewesen, sagen wir mal ehrlich, aber... Oh oh. Piu, 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 piu. Das ist so gut. Einfach mal hier rumtänzeln und die Gegner ausschalten und die können gar nichts machen. Der tänzelnde Daniel. So. Ja, ist jetzt keine Anspielung auf jemanden. Dem ich das jetzt irgendwie mal ein bisschen heimzahle mit gleicher Münze. So. Schön. Macht Spaß mit dem Ding hier, mit dem Fire Spray. Ist mal was anderes. Ja, Doggy, ich finde immer noch Magier sind ein bisschen feige. Gib's doch zu. Ich meine, immer so Körperkontakt. War das einer von den Schweinen da oben, bitte? Ernsthaft? Ich könnte mich ja jetzt ein bisschen aufregen darüber, dass ich hier einfach so dumm reingerannt bin. Ja, komm, hör mir jetzt mal auf mit dem Affentheater hier und wieder mit Nahkampf. Das ist ja lächerlich, oder? Einfach mal die Gegner hier abpieksen. Ich meine, das ist ja auch nicht in Ordnung. Ich meine, klar, es ist in Ordnung, aber es ist ein bisschen zu leicht. Ist ein bisschen zu leicht. Einfach mal diesen Feuer-Pipius und... Vor allem, wenn es gegen härtere Gegner geht, so wollte ich sagen. Das ist dann schon wieder ein bisschen anspruchsvoller. Ach Leute, ich renne jetzt hier durch einfach. Ich sammle jetzt gar nicht groß was auf. Ich kann es mir A, später holen und B... Habe ich gerade ein bisschen verschluckt. B sind diese ganzen Pickups hier alle für einen Eimer, oder? Mal ganz ehrlich, diese Kräuter und so. Nee, nee, nee. Nee. Brauche ich doch gar nicht aufheben, du, den Käse. Das brauche ich doch gar nicht. Ja, ja. Was wieder Stress, ne? Aber das hat eben schon ein bisschen komisch ausgesehen. Ich wusste gar nicht, woher der Bolzen kam. Ernsthaft. Nur weil ich anvisiert hatte, du Schwein. Du elendiges Schwein. Mann. Ach Leute, ich renne jetzt einfach komplett durch bis zum Tower Knight, oder? Mit Total Protection. Protection geht das bestimmt. Total Protection. Für ihn. Von Karl Lagerfeld. Nee, macht er aber Parfüm? Ist ja auch egal. Ach Leute, ich rede wieder Unsinn. Ja, ich bin nicht so ganz bei der Sache. Ich merke das schon. Hab jetzt auch gerade wieder 68.000 Seelen verloren. Passiert. Wenn ich über jede Seele, die ich schon verloren habe, anfangen würde rumzuheulen, dann... Pff.
wollt ihr gar nicht wissen, Leute, was ich ja schon an Seelen verbraten hab. Das ist dir keiner mit Seelen, vor allem in Dark Souls. Eieieiei. So. Lass mich mal durch. Ich bin Arzt. Lass mich Arzt, ich bin durch. Ah. Ernsthaft? Ernsthaft? Au. Oh. Ihr Schweinebären. Komm, weg da. Weg da. Ich hab gesagt, weg da, bitte. Hallo, hallo, hallo. Lassen Sie mich mal durch. Lassen Sie mich doch mal durch. Ihr habt da alle Lack gesoffen. So, ich hoffe mal nicht, dass die mir so weit hinterherkommen. So. Total Protection. Protection total. Ah, verarscht. Aua, er hat mich verarscht. Verdammt. Ah, 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 ah. Guter Mann, wollen Sie mir etwa erzählen, dass das so in Ordnung geht? Haben wir nicht ausgemacht. So, jetzt aber hier, Tower Knight. Ach, das Schätzelein. Oh, ich habe die Sequenz. Es tut mir leid, normalerweise breche ich das ja nicht ab, die Sequenzen. Es tut mir sehr leid. Aber ich will jetzt hier das hinter mich bringen, weil das ist so eine ekelhafte Stelle hier einfach. Oh, 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 oh. So, deswegen werde ich da auch groß kein Schild in die Hand nehmen, sondern einfach alles so erledigt. Was? Hat er mich nochmal getroffen? Oder war das eher da unten? Der Tower-Arsch. Sie treffen mich aber auch andauernd hier, die Penor-Köppe. Oh, oh, oh. Oh, war er das? Kranke Sache. Au. Gut, noch ein bisschen Late Moon. Ja, das werde ich gleich konsumieren als nächstes. Gleich ist auch mein Schutz wieder weg. Ich sehe das doch. Der lässt schon ganz schön nach. Jawohl, da ist er weg. Oh, das ist bescheuert. Weil wenn der da runterfällt, dann wartet er unten auf mich. Och nö, die sterben da glaube ich gar nicht durch, oder? Nö, tun sie nicht. Sag mal, könnt ihr auch mal sterben und nicht runterfallen oder so? Das ist ziemlich feige, wisst ihr das? Ist feige. Oh oh. So. Hallo. Oh, machst du da dein Schild, ne? Das machst du gut. Das macht er gut, der feine Herr, du. So. Jetzt kommt das Schöne an dem Kampf. Oh, ich hab noch... Ich wollte schon sagen, hab ich keinen Mana mehr. Ho, 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 ho. Au. Sag mal. Ja, zum Glück hatte ich meine Total Protection. Sonst wäre ich jetzt tot, ne? Sonst wäre ich jetzt tot. Hättest du mal gesehen, dann hätten sie alle geweint. Aua. Oh oh. Oh, diese Schockwelle. Ich habe, glaube ich, die falsche Waffe für ihn. Ja, ich habe definitiv die falsche Waffe, denn sonst würde ich hier ein bisschen mehr machen. Oh. Sag mal. Passt noch alles, oder was? Ja. Steck dir die Hacken. Oh, sag mal. Aber hallo. Ey. Schiebt er mich mit, ne? So, hier, wo haben wir's? Dragonlock. Also echt, guter Mann. Ich muss mich mal beschweren bei Ihnen. Normalerweise sind sie nämlich ein ganzes Stück einfacher. So. Ich glaube, das wird auch nicht viel mehr, oder? Ich glaube, das macht auch nicht viel mehr. So bringt's mir allerdings leider gar nichts, wenn er jetzt umkippt. Komm ein bisschen her, Mann. Du musst zu mir fallen mit dem Kopf. Mit dem Kopf musst du fallen zu mir, ne? Oh. Wann hat er mich wieder erwischt, die Sau?
Ach Leute, das ist so eine Verschwendung hier von guter Magie, wisst ihr das? Das ist so eine Verschwendung. So, genau, dreh dich mal rum jetzt. Hallo, was ist daran so schwer zu verstehen, wenn ich sag rumdrehen? Machst du wieder so Vierlefanz, du? Oh. So, jetzt aber rumdrehen. Rum. Er rafft's halt auch nicht, ne? Komm jetzt. Oh. Ach Leute, das hier wird ein halbe 35-Minuten-Part wahrscheinlich. Dass der aber nicht mal herkommt jetzt. Ach, guck mal, hier bin ich, der Kleine. Das kleine Sorscha. Hau doch mal das kleine Sorscha. So, das wollte ich. Fall um. Fall Obst. Oh, nein, 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 näher ran. Das reicht nicht, oder? Nein, bleib liegen. Warum falle ich da weg? Kann ich mir das erklären? Okay, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt da wieder einprügeln muss auf seine hässlichen Hacken. So, fall um bitte. Danke. Und jetzt bist du tot. Krass, wie viel wenig, wie wenig Schaden ich mache, ne? Also beim ersten Mal war das ein anderes Spiel, da hatte ich einfach nur, ja, da hatte ich ihn innerhalb von einer Schlagkombo weg. Solange meine Ausdauer lief, solange war der auch dann tot, oder so schnell. Na gut, liebe Leute, 70.000, die Iron Demon Soul, wir gehen zurück in den Nexus. Ich würde mich trotzdem, obwohl es sehr chaotisch war, über eine Bewertung freuen, wenn ihr möchtet, auch gerne positiv und ein Kommentar dazu noch. Wäre super. Ach, ich bin so verwirrt. Leute, jetzt nehme ich noch ein bisschen auf und dann gehe ich ins Bett. Wird Zeit. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder nächstes Mal bei Demon's Souls.